Keine Angst vor der Vergabe. So geht's. Thomas plant mit seinem Verein die Umsetzung eines neuen Wanderwegs. Für sichere Wege, Beschilderung und Rastmöglichkeiten benötigen sie finanzielle Unterstützung. Deshalb stellt er einen Antrag auf öffentliche Förderung. Bald darauf erhält Thomas einen Zuwendungsbescheid. Damit kann die Auftragsvergabe beginnen. Beim Lesen stößt Thomas jedoch auf viele Auflagen, die er nicht versteht. Soll er diese einfach ignorieren? Schließlich hat die Bewilligungsstelle die Förderung schon genehmigt. Da können er und sein Verein das Geld nun ausgeben, wie sie wollen, oder? Nein, erklärt ihm Frau Müller von der Bewilligungsstelle. Da Fördergelder aus Steuergeldern stammen, gehören sie nicht Thomas Wanderverein, sondern der Allgemeinheit. Deshalb muss Thomas bei der Auftragsvergabe bestimmte rechtliche Grundlagen einhalten. Dazu zählen Wettbewerb, Gleichbehandlung, Neutralität, Wirtschaftlichkeit und Transparenz. Diese gehören zum sogenannten Vergaberecht und stehen als Auflagen in seinem Zuwendungsbescheid. Abhängig sind sie von der Höhe der Fördersumme und dem jeweiligen Bundesland. Grundsätzlich gilt, je höher die Fördersumme, desto aufwendiger das Prozedere. Bei Fehlern im Verfahren haftet Thomas als Projektträger und muss mit einer Kürzung oder sogar einer vollständigen Rückforderung der Fördergelder rechnen. Um das zu vermeiden, empfiehlt Frau Müller Thomas, sich mit seinem Regionalmanager und anderen Projektträgern auszutauschen. Auch Hilfe von einem Fachanwalt ist ratsam, denn nur so findet Thomas sich im Auflagenlabyrinth zurecht. Bei der Vergabe zählt vor allem die Einhaltung bestimmter Grundlagen, die Thomas bereits vom Familienautokauf kennt. Auch hier vergleicht er verschiedene Modelle von unterschiedlichen Anbietern anhand einheitlicher Kriterien, um schließlich das Auto mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis auszuwählen. Seine Familie hält er während des Entscheidungsprozesses stets auf dem Laufenden. Wie steht es nun um Thomas' Verein? Diesem hat das Land Niedersachsen eine Fördersumme von 51.000 Euro bewilligt, was über 50% seines Gesamtbudgets ausmacht. In diesem Fall gilt für ihn das vollständige Vergaberecht. Entsprechend muss Thomas als Projektträger bei Einzelaufträgen von mehr als 25.000 Euro öffentliche Ausschreibungen für die Auftragsvergabe durchführen. Hier kommuniziert er seinen Bedarf so, dass alle geeigneten Anbieter davon erfahren. An sie stellt er nur solche Eignungskriterien, die für seine Auftragsumsetzung tatsächlich notwendig sind. Den Anbieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot ermittelt Thomas, indem er neben dem Preis auch qualitative, umweltbezogene und soziale Aspekte oder Referenzen berücksichtigt. Da er nicht sein eigenes Geld, sondern Steuergelder ausgibt, dokumentiert er den gesamten Vergabeprozess akribisch. Auf Nachfrage stellt er der Prüfstelle alle entsprechenden Unterlagen zur Verfügung. So schwierig ist die Vergabe gar nicht. Außerdem weiß Thomas nun, wer ihm im Zweifelsfall weiterhelfen kann. Er freut sich über die finanzielle Unterstützung. Denn dank ihr wandern er, sein Verein und viele Touristen bald über einen neuen Wanderweg. Setz auch dein Förderprojekt unter Berücksichtigung der Vergabe erfolgreich um. Mehr Informationen dazu erhältst du unter www.netzwerk-ländlicher-raum.de/vergabe.